Leute, was läuft? Wir werden heute bis 2030 deutscher Nationaltrainer sein, müssen direkt für die erste WM unseren Kader bestimmen und Neuer ist hier irgendwie nicht mit dabei. Was ist da denn bitte los? Der Trainer davor hat ja mal komplett Mist gebaut. Wir übernehmen das heute. Auch Havertz nicht mit dabei. Okay, hier müssen wir einige Sachen verändern. Zusätzlich werden wir heute noch Spieler ausbilden und natürlich gucken, wie wir bei den Turnieren abschneiden. Toni Kroos ist ja zum Beispiel nicht mehr mit dabei, deswegen werden wir den hier auch rauspacken. Ich habe mich also für die Elf entschieden, die bei der WM am Start sein muss und hoffentlich auch in dieser Gruppe weit kommt. Wir müssen aber natürlich auch noch die Formation ändern und manche Spieler, ja, die müssen wir auch austauschen. Ich bin jetzt erstmal für die erste Elf hier nach Gesamtstärken gegangen und wir sind jetzt direkt schon im ersten Spiel. Wie werden wir uns als Nationaltrainer im ersten Spiel hier schlagen gegen Ungarn? Gewinnen wir das Ding 2:1? Nächster Gegner ist die USA. Wollen wir vielleicht am Kader was ändern? Aber ich würde sagen, wir lassen es erstmal so. Später gehen wir noch ein bisschen individueller hier auf die Spieler ein. Auch auf die Entwicklung. Aber jetzt werden wir erstmal das zweite Spiel hier simulieren. Davor, lasst noch schnell einen Daumen nach oben da. Schaffen wir hier die 1005 Likes für den fünften deutschen Stern, den wir hoffentlich heute bei einer WM bekommen. Was meint ihr? Welche Turniere werden wir gewinnen? Wie werden wir abschneiden? Wie oft werden wir ins Finale kommen? Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren und Glocke aktivieren und gerne auch Ideen in die Kommentare, was wir als nächstes mit der deutschen Nationalmannschaft hier machen sollen. Jetzt gehen wir in die Schnellsimulation gegen die USA und sehen da ein 3:3. Jetzt gucken wir auch mal, wer hat gut gespielt, wer hat nicht so gut gespielt. Also Gosens hat da mal überhaupt nicht gut gespielt und auch der Rechtsverteidiger Klostermann in diesem Fall hat nicht so gut gespielt. Deswegen würde ich sagen, tauschen wir die Außenverteidiger für das nächste Spiel aus, denn das ist natürlich ganz wichtig. Bei den USA treffen ausgerechnet zwei Spieler, die in der Bundesliga gespielt haben oder spielen. Und wir haben jetzt hier die Option zwischen Süle und Henrichs auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, ich nehme einfach Süle, von der Gesamtstärke macht es ja nichts. Und der hat das bei Bayern ja auch schon öfter gemacht. Ich hoffe, das wird hier in der Simulation nicht bestraft. Dindel werde ich hier mal in die Reserve packen, damit Musiala vielleicht auch einen Einsatz bekommt. Und dann gehen wir jetzt hier an meinem Geburtstag rein ins Spiel und hoffen natürlich, dass wir nicht enttäuscht werden. Und schauen direkt mal, werden wir weiterkommen. Wieder nur ein Unentschieden. Müller und Sané treffen. Und jetzt müssen wir natürlich auf die Tabelle gucken. Gut ist natürlich, dass die anderen jetzt auch nicht mehr Punkte geholt haben. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie sieht unsere erste WM aus. Ja, Gruppenphase als erster überstanden, aber mit zwei Unentschieden schon sehr, sehr wackelig. Wird wieder eine extrem lange Aufnahme, deswegen geht die Facecam aus und wir starten direkt mit der K.O.-Runde. Und wir machen jetzt hier direkt weiter im Achtelfinale gegen Spanien. Wir hoffen, dass es jetzt kein kurzes Turnier für uns wird. Ich würde sagen, die Startelf steht erstmal so. Wir lassen diese Elf hier spielen und hoffen, dass wir gegen Spanien direkt weiterkommen. Und das machen wir auch 3:0 gegen Spanien. Das kann man mal so machen, oder? Nächster Gegner wird Brasilien sein, hier im Viertelfinale. Brasilien und Deutschland, das ist natürlich für die Deutschen erstmal eine gute Geschichte. Wir sehen auch Ter Stegen hier auf eine 91, aber ich glaube für 2022 wäre es noch realistischer, dass Neuer hier spielt, deswegen lassen wir ihn da. Musiala werde ich mal hier auf die Bank packen und sonst werde ich, glaube ich, denke ich mal alles so lassen. 3:0 gegen Spanien, da muss man jetzt nicht wirklich viel verändern. Wir hoffen, dass es gegen Brasilien ähnlich aussieht. Nee. Wir machen wieder 3 Tore, aber verlieren das Spiel hier im Elfmeterschießen und fliegen damit natürlich jetzt hier leider raus. Ganz, ganz bitter. Erste WM leider nicht so extrem erfolgreich. Und wir wollen natürlich nicht nur die Spieler benutzen, die schon da sind, sondern wir wollen auch neue Talente hier ausbilden bzw. gucken, ob hier welche dabei sind. Mal schauen, ob die es später in die Nationalmannschaft schaffen. Hier sehen wir aber erstmal, ja, ich würde sagen, nicht so gute Talente. 2,5 Millionen ist natürlich krass, aber das Potenzial ist leider nicht so gut und das ist wichtig, aber hier ist das Potenzial besser. Uwe Weber, vielleicht unser neuer ZOM, aber mit Havertz, Würz und so weiter und Musiala gibt es da natürlich extrem heftige Konkurrenz. Aus dem hier könnte wirklich was werden. Wir gucken direkt mal, was ist vielleicht seine beste Position. Wir sehen Dribbling, ja, der sollte schon da in der Mitte bleiben. Wir packen ihn hier auf die ZOM-Position. Wir schauen direkt rein, vielleicht geht er von der Gesamtstärke hoch. Ja, geht er auf eine 65. Wir müssen uns direkt mal sein Potenzial angucken. Beziehungsweise sehen wir das Ganze hier schon. Der wird zu den Profis befördert. Ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Vielleicht sehen wir den später noch, vielleicht aber auch nicht, denn die Position ist wirklich sehr, sehr umkämpft. Nächster Scouting-Bericht, bevor wir jetzt hier in die Europameisterschaft gehen. Hier ist schon mal ein guter dabei. Potenzial sieht sehr gut aus. Hoffentlich entwickelt er sich da. Hier haben wir auch nochmal einen, der auch ganz gut aussieht. 700.000 an Marktwert. Auch hier nochmal 800.000 rechter Verteidiger. Mal schauen, was aus ihm hier wird. Und natürlich auch aus ihm hier ein Torwart. Da sind wir momentan natürlich überbesetzt, aber in der Zukunft sieht es da vielleicht nicht so perfekt aus. Wir verpflichten alle.
Wir werden die aber auch alle direkt wieder freigeben, weil hier beim Verein haben wir nicht die Zeit, die hier jetzt zu entwickeln. Und jetzt sind wir direkt schon beim nächsten Turnier, EM 2024. Jetzt sieht es erstmal noch harmlos aus, aber der dritte Gruppengegner hier direkt England. Die Nominierung war diesmal automatisch von dem anderen Trainer. Jetzt sehen wir hier erstmal Manuel Neuer, der gar nicht mehr im Kader mit dabei ist. Der hat eine 87er Gesamtstärke, also verstehe ich den anderen Trainer da nicht. Im nächsten Turnier sind wir natürlich da wieder am Start und wählen die Mannschaft dann noch richtig aus. Jetzt müssen wir aber erstmal mit diesen Spielern hier arbeiten. Okay, und es fehlen wirklich so einige Spieler, zum Beispiel auch auf dem Flügel Sané, aber das ist natürlich die große Chance für Musiala. Kann natürlich auch sein, dass Sané sich irgendwie verletzt hat oder sowas in die Richtung. Sieht aber nicht so aus. Nächstes Turnier ist er wieder dabei. Aber jetzt müssen wir natürlich direkt ins Turnier reingehen gegen Schweden, unseren ersten Gegner. Ich würde sagen, das ist so die beste Elf, die wir aufstellen können und jetzt hoffen wir, dass das reicht. Ja, und es reicht Musiala, der hier neu reinkommt in die Mannschaft mit dem 1-0, mit dem entscheidenden Treffer. Nächster Gegner hier Nordirland. Wir wollen direkt das Ticket für die nächste Runde eigentlich klar machen. Mit 6 Punkten sollte das möglich sein und wir gewinnen das ganze Ding. 6 Punkte, Havertz verschießt einen Elfmeter, macht aber ein Tor. Wir schauen mal rein, wer hat besonders schlecht gespielt, wen könnten wir vielleicht rausnehmen. Da sehen wir, Süle hat nicht so ein gutes Spiel gemacht. Gosens, Musiala, ja, wurden ausgewechselt. Das Spiel hier gegen England, jetzt nur noch einen Test, wie es aussieht, gegen große Gegner. Wir gucken nochmal, wer soll die Kapitän sein. Und jetzt sollen wir die Kapitänsbinde an Lee Evans geben. Ah ja. Alles klar. So, ich würde sagen, bei diesem Spiel bekommt Rüdiger hier mal seine Chance. Auch den Außenverteidiger werden wir hier wechseln. Und Adeyemi wird hier einfach mal für Werner stürmen. Neuhaus hier noch für Goretzka. Und da würde ich sagen, ja, haben wir schon viel geschont. Vielleicht noch Havertz rausnehmen. Obwohl, das lassen wir dann lieber. Wir wollen auch nicht zu viel rotieren. Wir wollen schon das Spiel gewinnen und als Gruppenerster hier weiterkommen. Und das schaffen wir auch. 2:1 Musiala und Neuhaus. Also Neuhaus empfiehlt sich direkt hier auch für das nächste Spiel hier reinzukommen. Henrichs hat sich jetzt leider nicht von seiner besten Seite gezeigt. Viertelfinale und dann auch noch gegen Frankreich. Okay, jetzt geht's so richtig los mit dem Turnier. Jetzt müssen wir gut überlegen, was machen wir. Also Rechtsverteidiger, da lassen wir dann doch wieder Klostermann spielen. Rüdiger habe ich jetzt gar nicht so extrem drauf geachtet. Wir lassen einfach die Bestbewertesten erstmal hier spielen. Neuhaus wird eine Chance bekommen, hat das Tor gemacht. Den lassen wir hier spielen. Das wird die einzige Veränderung im Vergleich jetzt zu der Mannschaft vom Anfang sein. Wir gehen direkt in die Schnellsimulation, hoffen, das Turnier ist hier nicht zu Ende und es ist nicht zu Ende, denn wir gewinnen das ganze Ding. 3:2, Neuhaus trifft schon wieder und damit bestätigt er hier seinen Wechsel. Werner auch direkt, aber auch die Frage, ob wir Adeyemi oder vielleicht auch Volland da spielen lassen. Musiala, linkes Mittelfeld, auch richtig gut. Und jetzt können wir hier ins Halbfinale gehen. Und jetzt hier im Halbfinale gegen die Spanier. So, Mannschaft werden wir natürlich noch kurz anpassen. Neuhaus hat hier fast schon eine Garantie zu spielen, würde ich sagen. Ich meine, wenn er weiter so trifft. Innenverteidigung lief aber jetzt nicht so gut. Ich nehme Ginter mal raus, pack Rüdiger rein. Werd auch die mal so ein bisschen hier anpassen, dass sie ein bisschen defensiver vielleicht stehen. Sonst werden wir nichts ändern. Wir gehen rein ins Halbfinale und hoffen natürlich, dass wir jetzt hier unser erstes Finale bekommen. Bekommen wir aber leider nicht, weil wir im Elfmeterschießen verlieren. Schon wieder im Elfmeterschießen rausgeflogen. Werner und Goretzka verschießen die Elfmeter. Süle macht bei uns das Tor und kriegt eine gelbe Karte, aber das ist alles egal. Wir sind raus aus dem Turnier. 9 Monate war der Scout jetzt wieder unterwegs und wir hoffen natürlich, dass wir hier gute Talente finden, denn jetzt wird so langsam Zeit, denn danach macht es, glaube ich, keinen Sinn mehr, Spieler zu verpflichten, weil danach haben wir ja nicht mehr unendlich Zeit und die können sich da nicht mehr so gut entwickeln. Der sieht von der Gesamtstärke ganz gut aus, aber Potenzial ist überhaupt gar nichts. Der sieht noch halbwegs annehmbar aus, aber wir wissen schon, dass das hier keine Top-Talente sind, aber ja, das ist einer. Mika Fischer, 1,8 Millionen an Marktwert, sehr wahrscheinlich ZOM-Position. Ja, und die Gesamtstärke sieht gut aus, das Potenzial sieht sehr gut aus. Direkt verpflichten, ich habe schon aufgegeben und dann beim vorletzten nochmal ein richtig guter und das wird auch unser letzter, den wir hier verpflichten. Hier sehen wir ihn, 64er Gesamtstärke zu den Profis befördern, genauso wie der Linksverteidiger, der könnte vielleicht auch noch später in die Mannschaft rücken. Die WM 2026 steht an, ihr seht schon unsere Gruppe, Italien, Kanada und Island. Was ihr noch nicht seht, ist unsere fertige Mannschaft. Wir sehen hier aber ein Talent auf einer 84, das ist schon mal ein neuer Spieler. Richtig gute Sache, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir den irgendwie gehabt haben bei den Jugendspielern. Vielleicht ist es auch ein Regen oder sowas, aber gehen wir erstmal Position für Position durch. Wir sehen erstmal hier keinen Manuel Neuer. Der ist nämlich mittlerweile auf einer 80er Gesamtstärke. Okay, diesmal ist berechtigt, dass er nicht mit dabei ist. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist Henrichs auszutauschen gegen Katterbach, damit wir, also auf der rechten Seite spielen wir sowieso mit einem Innenverteidiger, also mit Klostermann, damit wir da nochmal eine Option haben. Da könnte natürlich theoretisch auch David Raum spielen, aber warte mal, der
Der kann sogar zwei Positionen spielen. Im linken Mittelfeld bzw. im rechten Mittelfeld ist Sané wieder mit dabei. Wirtz jetzt auch mit dabei. Wir werden hier erstmal Baku natürlich eintauschen. Den 85er muss natürlich mitkommen. Und ich würde sagen, unser Kader steht. Wir können ja nochmal durchgucken. Aber ich denke, das ist schon das Beste, was wir machen können. Wir können uns ja nicht alle Saisons hier angucken. Jetzt sehen wir hier erstmal Nick Werner. ZM 81er, der ist vielleicht beim nächsten Turnier mit dabei. Vielleicht ja auch dieser Innenverteidiger. Aber jetzt werden wir erstmal mit dieser Mannschaft in die WM gehen. Mit dieser Startelf werden wir zur WM gehen. Da hat sich jetzt nicht besonders viel verändert. Machen wir mal kurz Kimmich zum Kapitän. Gehen wir also direkt rein in das erste Duell. Hier geht es gegen Kanada, wo wir hoffentlich unsere ersten drei Punkte holen. Und so ist es. 2:1, Gnabry und Gosens machen die Tore. Und wir gucken natürlich, wie haben die Spieler performt. Werner mit einer 7,4. Und auch Süle hat nicht gut gespielt. Ich denke, die beiden werden wir austauschen. Klostermann, Kimmich und Neuhaus wurden ausgewechselt. Aber die Ersatzleute waren jetzt auch nicht viel besser in der Zeit, wo sie gespielt haben. Nächstes Duell jetzt hier gegen Island, also Stürmer werden wir schon mal austauschen. Neuhaus hat jetzt nicht so wirklich überzeugt, deswegen würde ich sagen, gehen wir da zurück auf Goretzka. Und dann gehen wir rein ins zweite Spiel, wo wir hoffentlich auch die nächsten drei Punkte einfahren, und das können wir machen. Ein lockeres 3:0, Adeyemi trifft direkt doppelt. Das ist natürlich ein richtig gutes Zeichen hier. Sané trifft auch noch. So, und jetzt gehen wir hier in das letzte Gruppenspiel. So wie bei der EM ist es jetzt auch hier die Entscheidung um den Tabellenführer, wer hier als erstes aus der Gruppe rausgeht. Wir werden natürlich Werner wieder rauswechseln, denn Adeyemi hat einfach einen Doppelpack gemacht. Ganz klare Sache. Auch Goretzka bringen wir hier wieder rein. Gnabry ist jetzt hier nicht hundertprozentig fit, deswegen werde ich mal Sané einwechseln und ein bisschen rotieren können wir ja in diesem Spiel. Deswegen würde ich auch sagen, Wirtz geben wir eine Chance. Und auch Baku bekommt eine Chance hier auf der Rechtsverteidigerposition, auch wenn er da minus 3 hat. Schauen wir also rein, wie das gegen den ersten großen Gegner hier bei der WM aussieht. Und das Spiel verlieren wir leider, aber Adeyemi, ja, festigt da jetzt seinen Platz, macht wieder ein Tor. Nächster Gegner hier im Achtelfinale der Weltmeisterschaft ist die Niederlande. Ein paar Wechsel müssen wir natürlich machen, auch wenn jetzt alle nicht mehr ganz so fit sind. Wir werden also nicht allzu viel hier verändern. Direkt in die Schnellsimulation rein und wir hoffen, wir kommen weiter. Und das machen wir leider nicht. Wir fliegen hier raus in der Verlängerung. Adeyemi schon wieder mit einem Tor, aber das bringt uns hier leider erstmal nichts. Aber können wir uns natürlich merken für die EM in 2 Jahren. Und jetzt ist es soweit. Die letzte Europameisterschaft und damit das vorletzte Turnier. Gruppe seht ihr schon. Finnland, Polen, Wales. Aber natürlich die Hauptsache ist erstmal unser Team. Da sehen wir, der komische Trainer davor macht irgendeinen Blödsinn wieder. Ter Stegen muss natürlich hier rein. Wir haben hier einen Regen. Das ist der neue Regen. Der wird, denke ich mal, bei der nächsten WM, bei dem letzten Turnier nochmal eine Rolle spielen. Je nachdem, wie sich Ter Stegen noch runterentwickelt. Wir sehen auf der rechten Seite direkt auch schon einen ZOM mit einer 86er Gesamtstärke. Problem ist nur, ja, so ZOMs, da haben wir jetzt eigentlich schon zwei heftige. Und es ist dieser Weber, den wir hatten, oder? Das ist, glaube ich, das Jugendtalent. Ich glaube, das ist das Jugendtalent. Ja, schade, dass wir den irgendwie nicht mitnehmen können. Der hat ja noch zwei Positionen, aber ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube eher nicht, dass sich das lohnt, den hier mitzubringen bzw. mitzunehmen. Dann setzen wir lieber auf ein richtiges rechtes Mittelfeld, auf Baku. Neuhaus muss natürlich rein, der hat so oft hier getroffen. Hat er noch einen Platz in der Mannschaft? Ja, wir packen den für den Rechtsverteidiger rein. Klostermann ist ja unser Rechtsverteidiger, deswegen können wir einen da auch ersetzen. Stürmer sollte klar sein, da ist ja ein meilenweiter Unterschied zwischen dem nächsten Stürmer dann. Linksverteidiger werden wir einen neuen haben, Luka Netz. Bella Kotschap und Adeyemi habe ich hier ein bisschen entwickelt. Also Entwicklungsplan drauf gemacht. Ganz wichtig natürlich, Adeyemi, unser Stammstürmer jetzt hier, und natürlich Bella Kotschap. In 2 Jahren sieht das nicht mehr so gut aus bei den anderen Innenverteidigern, denn die sind jetzt hier schon 32 zum Beispiel. Und was ich noch machen werde, den Mittelstürmer werde ich austauschen durch das Jugendtalent. Da haben wir noch ein anderes Talent, Nick Werner. Die beiden kommen von uns. Die haben sich leider jetzt nicht auf eine 90 entwickelt. Schade, aber ich meine, immerhin haben wir ein Jugendtalent mit dabei. Und jetzt gehen wir auch richtig los hier ins Turnier. Und ihr seht jetzt hier eine ganz, ganz große Neuerung, denn wir haben die Formation hier umgestellt. Wir haben einfach zu viele ZOMs. Es wäre einfach verschwendet. Ich bin auch kein Fan, Kimmich hier auf der rechten Seite spielen zu lassen. Aber der hat da eine 88er Gesamtstärke. Und ich meine, dann bekommen wir hier in der Zentrale auf der ZOM-Position einen 90er dazu. Wir können unsere besten Spieler einfach nicht auf der Bank lassen. Luka Netz, unser neuer Linksverteidiger, ist sogar jetzt noch auf die 84 gegangen. So, genug Mannschaft angeguckt. Sané haben wir auch ausgetauscht. Und ich würde sagen, Havertz hat es nicht unbedingt geschadet. 2 Tore macht er hier direkt. Adeyemi natürlich
natürlich auch noch eins. Wir starten gut rein. Wir haben aber auch eine einfache Gruppe. Netz trifft hier und wir gewinnen auch das zweite Gruppenspiel. Im dritten Gruppenspiel werde ich jetzt mal Weber, unser Jugendtalent, hier eine Chance geben. Auch Neuhaus bekommt die Chance auf der 8er Position. Sané wird jetzt hier noch geschont. Bella Kotschap, ganz wichtig, kriegt auch einen Einsatz. Und ich würde sagen, damit wirklich alle fit sind und damit es daran nicht liegt später, werde ich einfach so viel rotieren, wie es irgendwie geht. Wir sollten das Spiel auch so gewinnen, das ist eine klare Sache. Und wir sollten natürlich auch ins nächste ganz fit reingehen. So, an meinem Geburtstag gewinnen wir hier 4:0. Adeyemi natürlich wieder mit einem Treffer, muss ich das noch erwähnen. Havertz auch wieder mit einem Treffer. Wir sind diesmal Gruppenerster, wir haben es geschafft. Aber gut, die Gruppe hat es auch zugelassen. Viertelfinale jetzt hier gegen Frankreich. Aber jetzt wird erstmal die Saison beendet. Leider konnten wir in der Gruppenphase jetzt unsere neue Taktik. Da sehen wir wahrscheinlich den Benzema-Regen bei Frankreich mit Leon da vorne im Sturm. Aber unsere Taktik konnten wir jetzt nicht gegen den großen Gegner austesten. Und jetzt werden wir direkt ins kalte Wasser geschmissen. Viertelfinale hier gegen Frankreich, das ist natürlich heftig. Wir hoffen natürlich, dass es für uns hier gut ausgeht und dass wir nicht ausscheiden und wir gewinnen das Ding 3:0 und ich glaube, diese Taktik, ja, die hat sich bewährt, würde ich sagen. Jetzt auch gegen den großen Gegner Adeyemi und Havertz gehen da anscheinend richtig auf. Ich meine, Havertz hier schon mit 5 Toren in diesem Wettbewerb. Wir sind erst im Halbfinale und Adeyemi mit 3. So kann es gerne weitergehen. Ich sehe überhaupt keinen Grund, gegen Spanien irgendwas zu ändern. Wir gehen direkt rein und hoffen natürlich, dass wir hier in ein Finale kommen. Aber jetzt wird unsere Euphorie gebremst. Wir verlieren das Spiel, fliegen hier raus im Halbfinale und haben jetzt nur noch ein einziges Turnier vor uns. Können also die EM hier nicht gewinnen. Und wir sind jetzt angekommen beim letzten Turnier, bei der WM 2030. Ihr seht die Gruppe: Ukraine, Schottland und Neuseeland. Normalerweise machbar, also Gruppe sollte nicht das Problem sein. Wir machen es diesmal kurz. Wir gucken uns nochmal ein paar Talente hier an. Hier sehen wir einen Mittelstürmer, 20 Jahre alt, 83er Gesamtstärke. Hier sehen wir nochmal einen Stürmer, 84er Gesamtstärke, aber ja, für die kommt natürlich die Zeit zu spät. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, soll ich das vielleicht an der Stelle hier weiter simulieren? Also nochmal 2-3 Turniere in die Richtung machen. Hier sehen wir nochmal einen 83er ZM, könnte der Toni Kroos Regen sein. Hier auch nochmal einen ZOM, nicht so, als hätten wir davon genug. Innenverteidiger nochmal hier und hier seht ihr die zweite Liste. Aber ja, die Spielleute werden keine Rolle mehr spielen. Deswegen gehen wir jetzt mit dieser Mannschaft in unser letztes Turnier. Und jetzt ist so langsam auch die Zeit gekommen, wo die Spieler alt werden. Zum Beispiel ein Leroy Sané, 34 Jahre alt. Noch eine 81er Gesamtstärke ist nicht mehr mit dabei. Deswegen müssen wir hier überlegen und die Mannschaft natürlich wieder komplett neu aufstellen. Ter Stegen bleibt aber im Tor, das ist eine gute Sache. Und die Mannschaft steht, die größte Veränderung ist, wir gehen wieder auf einen Sechser, denn ja, Goretzka und Neuhaus sind hier runtergegangen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das lieber so und lassen dann lieber Klostermann hier als Rechtsverteidiger spielen. Spielen dann auch ein kleines bisschen defensiver, also mit einem richtigen ZDM hier. Die zwei Offensiven lassen wir aber natürlich, auch weil der Kader einfach so ein bisschen so aufgebaut ist. Und hier im rechten Mittelfeld habe ich noch eine Änderung vorgenommen. Da lassen wir den Weber einfach spielen, auch wenn er Linksfuß ist. Das ist unsere Mannschaft. Mit dieser Mannschaft werden wir reingehen in unsere letzte WM, in unser letztes Turnier. Wir wollen natürlich hier noch den 5. Stern haben. Es wird unsere letzte Chance für dieses Video. Wir gehen direkt rein ins erste Spiel. Hoffen natürlich, dass wir direkt zum Auftakt hier einen Sieg feiern können. Wir haben, denke ich mal, die besseren Gesamtstärken. Und jetzt haben wir, denke ich, Werner hier vergessen. Ne, Werner wurde eingewechselt. Okay, ich habe es nicht vergessen, den auszuwechseln bzw. zu ersetzen. Jetzt geht es hier gegen Neuseeland nochmal kurz zu unserem Verein bzw. zu zwei Spielern, Adeyemi und Bella Kotschap. Die beiden haben wir quasi nochmal so einen Entwicklungsplan und so gegeben. Alle anderen sind auf ihrem normalen Potenzial. Und das sollte doch reichen gegen die schlechteste Fußballnation in FIFA. Und das reicht aber auch, ja, relativ knapp. 3:2 gewonnen, Adeyemi macht den Siegtreffer. Macht das erste Tor, Goretzka das zweite und ich denke, wir sind weiter, aber auch das letzte Spiel sollten wir natürlich vernünftig angehen. Wir werden auch hier beim letzten Spiel einmal so fast komplett durchrotieren, bis auf Niklas Süle jetzt hier alle ausgetauscht. Da nehmen wir auch die Niederlage hier in Kauf und jetzt stehen wir hier in der K.O.-Phase. Da müssen wir natürlich aufhören mit sowas. Wir werden mit der besten Elf spielen gegen Argentinien. Theoretisch könnte es unser letztes Spiel für dieses Video sein mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir hoffen aber natürlich, dass der Weg hier nicht endet. Der Messi-Regen wird auf der rechten Seite spielen und wir kommen in der Verlängerung weiter. Goretzka, Havertz und Weber machen die Tore, unser Jugendtalent. Kann aber theoretisch auch ein Regen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon das Jugendtalent. Und es geht hier direkt weiter im nächsten Spiel gegen die Niederlande. Die sind letztes Mal, glaube ich, bis ins Finale gekommen.
Aber das interessiert uns eher weniger. Wir wollen dieses Mal ins Finale und hier nicht unser letztes Spiel bestreiten. Wir gehen unverändert in die Partie rein und verlieren das ganze Ding. Adeyemi verschießt einen Elfmeter, macht danach noch ein Tor, aber es reicht nicht. Wir sind raus und müssen das damit jetzt hier einfach beenden. Ich würde sagen, das ist gescheitert. Kein einziger Titel, extrem bitter. Klickt euch gerne jetzt direkt weiter zu zwei anderen Videos. Da hatten wir vielleicht am Ende dann auch ein bisschen mehr Glück, beziehungsweise in dem ein oder anderen Video mehr gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis gleich.